Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ganz spontan, ich nehme euch heute mal wieder mit durch meinen Alltag und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, ich bin gerade mitten im Haushalt. Was ist denn heute? Heute kommen nämlich meine Mama und meine Schwester und Lenny endlich mal wieder zu Besuch. Ihm geht es auf jeden Fall gut. Er ist auf jeden Fall kaputt vom Spazierengehen. Gestern gewischt und gesaugt und hier sieht es schon wieder aus, der Boden. Ich bin so froh, dass ich meinen Saugroboter habe. Naja, Stand so. Ich bin wie gesagt mitten dabei. Ich habe jetzt gerade hier mein Kochfeld sauber gemacht, deswegen steht der Topf da. Es gab gestern einen richtig leckeren Eintopf. Den kann man heute auf jeden Fall auch nochmal essen. Aber meine Mama ist so nett und kocht natürlich für uns wieder. Es ist heute auch Wachswechsel angesagt. Ich möchte in meiner Time After Time gerne neuen Wachs reintun. Ich habe den Wachs schon rausgeholt, putze die jetzt einmal quasi sauber. Und ja, hier ist soweit auch alles fresh. Diese ganzen Medikamente, die kann ich jetzt auch mal langsam wegsortieren. Das war ja dadurch, dass wir alle irgendwie flach waren. Flachlagen, echt eine Nummer, sage ich euch. Und ja, ansonsten, hier liegt schon wieder die Hälfte auf dem Boden. Den Tisch wollte ich gleich einmal sauber machen. Hier ist so ein bisschen Unordnung. Ich habe meiner großen Schwester, die wollte auch unbedingt dieses süße Teil, vielleicht kennt ihr es aus meinem letzten Video, wollte sie auch unbedingt haben. Und ich habe das letzte im Action bekommen. Ich habe dann noch so süße Weihnachtsboxen mitgenommen. Die hatten sie da im Action. Ich weiß nicht genau wofür, aber ich finde sie unfassbar schön. Ja, und wie gesagt, hier muss ich jetzt auch noch gleich einmal aufräumen, dass das ordentlich aussieht. Also wie ihr seht, ich habe noch ordentlich zu tun. Gerade hat die Post geklingelt und ihr steht auch auf dem Paket. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Und wenn es das ist, was ich glaube, dann freue ich mich sehr. Ist es das? Ist es das? Wartet mal. Ah ja, aber warum ist er denn jetzt richtig? Und zwar habe ich mich dieses Jahr mal selbst beschenkt. Ich habe mir einen Adventskalender von Flaconi gekauft. Da hatte eine Influencer-Kollegin eine super Code. Wartet mal. Da habe ich dann wirklich für diesen ganzen Kalender, ich glaube, der hat einen Warenwert von 180 Euro. Und ich habe noch 38 Euro bezahlt. Ah ja, okay, so sieht das Ganze hier aus. Okay. Also süß ist er auf jeden Fall gemacht. Hier sind dann die einzelnen Pakete drin. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall mega. So, was haben wir hier? HelloFresh geht immer. Schießer. Eine BB-Cream von Garnier. Auch nicht schlecht. Und von CK One, also von Calvin Klein, einen Duft. Sehr cool. So, jetzt haben wir das auch aufgeräumt. Hier sieht es jetzt auch schon viel, viel besser aus. Ich habe hier von Sensi meinen Diffuser stehen, eine Handcreme und ein richtiger Tipp, falls ihr schmutzige Fenster habt, macht einfach die Plissis runter. Genau, weil da scheint jetzt so sehr die Sonne drauf, da kann ich jetzt schlecht Fenster putzen. Ja, hier bin ich also so gesagt fertig. Ich habe sogar meinen Kühlschrank heute mal sauber gemacht, also komplett einmal ausgeräumt. Wie oft macht ihr das? Sagt mir das mal bitte gerne. Wie oft ihr euren Kühlschrank so sauber macht.
Ja, hier ist alles soweit fertig. Ich habe meinen Stern hinten angemacht. Ich finde den ja so schön, aber dieses Kabel stört mich halt. Das ist so ein bisschen doof. Den habe ich aus der Postenbörse. Der ist sehr schön, finde ich. Hier habe ich jetzt meine Sensi-Lampe an. Ich habe den Duft drin, Happy New Home. Boah, Leute, der riecht so gut, ne? Das ist unfassbar. Dann habe ich im Flur auch meine Lampe neu bestückt. Ihr wisst, ich mag es ja gerne, wenn es stark duftet. Deswegen habe ich hier in meinem Warmer 3 Bars drin mit Welcome Home Little One. Der Duft ist auch unfassbar. Eben hat der Postbote geklingelt. Bryce, dein Hundefutter ist angekommen. Und wisst ihr, was mich richtig, richtig stört? Ich habe meine Winterjacke neu, also gewaschen, weil da war so viel Hundesabber drauf. Und jetzt guckt mal bitte, wie die aus der Waschmaschine kam. Leute, könnt ihr mir das mal erklären? Was ist das? Das ist auch kein Staub, das geht nicht ab. Also ich wäre um jeden Tipp dankbar. Ja, und wenn ihr dann noch einen Tipp für mich habt, wo man schöne Winterjacken, Wintermäntel herbekommt, die nicht aussehen wie für Ü60, dann sagt mir da gerne mal Bescheid. Ich gucke sonst immer bei ASOS und bei H&M, aber irgendwie, ich weiß nicht, würde ich gerne auch mal woanders gucken, da könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. Weil da übrigens immer noch ganz viele Fragen zu kommen. Das ist, glaube ich, schon meine dritte Flasche Olivenöl. Ich glaube, jetzt fast ein Jahr bestelle ich regelmäßig bei Coro. Für mich das beste native Olivenöl. Also guckt da unbedingt mal vorbei. Das ist ein ganzer Liter und es schmeckt. Also ob ihr es glaubt oder nicht, aber Olivenöl hat Unterschiede im Geschmack. Und ich koche nur noch mit der Bio-Gemüsebrühe von Coro. Die sind ohne Zusätze von Salz und alles Bio. Super, super gesunde Inhaltsstoffe. Da sind auch 400 Gramm drin, das ist meine zweite Packung und die hält auch ewig und schmeckt so gut. Also ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, aber ich mache das mal gerade auf. Oh, wow, das war knapp, Leute. Noch heile. Aber man schmeckt tatsächlich Unterschiede und ich möchte auch von diesen beiden tatsächlich nichts anderes mehr haben. Die werde ich immer nachbestellen. Schaut da unbedingt mal in der Infobox vorbei. Ihr könnt mit meinem Code Linda dauerhaft bei Coro sparen. Es ist auch gerade schon meine neue Bestellung unterwegs. Ich bin ganz gespannt, wann sie kommt. Die haben nämlich ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich verlinke euch alles. Schaut da gerne mal vorbei. So, ich habe mir jetzt mein Essen gemacht. Von gestern den Eintopf. Der muss ja weg. Der schmeckt ja meistens am nächsten Tag noch mal besser. Das lasse ich mir schmecken. Wir haben zwar erst 11:30, aber ist ja nicht schlimm. Und sage erstmal guten Appetit. Hallo, mein Dicker. Okay, wie man sehen kann, meine Schwester ist da. Hallo, mein Schatz. Die Begrüßung hätte ich dir gerade nicht miterleben wollen. Die war alles andere als erziehungsmäßig top. Meine Schwester hat aber auch völlig rausgerissen. Du dicker Schwamm. Bryce, übertreib es bitte nicht, okay? Du wiegst 50 Kilo. Och, es ist doch mein Ohr. Leute, ich sag dazu nichts. Ja, mein Schatz. Hier ist übrigens mein super-duper Bibi, aber Bibi schläft gerade. Deswegen lassen wir Bibi jetzt noch mal schlafen und lassen mal hier die Tante völlig ausrasten. Hallo. Aber wie lange hast du jetzt nicht gesehen? 4 Wochen? Hallo. 4 Wochen? Mann. Oh, das ist alles Liebe, alles Liebe, alles Liebe. Jeder einzelne Sommerfahrt ist Liebe. Wobei, bei ihm hält sich das in Grenzen. Nur wenn wir spazieren gehen, ist viel. Oh. Ja, Leute, ich sage dazu jetzt nichts, ne? Hi. Okay, tschüss, ne? Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Baby. Oh, Mann, du bist doch spaßig. Aber mein Baby schläft. Die Füße. Aua, Mann, pass doch auf. Den Walkanzug an von Povo. Oh. Der passt jetzt schon ein bisschen besser, ne? Sag mal, habt ihr es jetzt? Bryce, komm mal hier hin jetzt. Jetzt hält sie nicht fest. Sitz, also die, Platz down, weißt du, leg dich hin. Weißt du, sie hat selber einen Hund, die Alte, und weiß ganz genau, wie es richtig geht. Ach. Und macht bei mir hier so eine Show. Ich eskaliere völlig. Och, mein Dicker. Nee. Oh. Alles klar, ne? Babsi. Erziehung. Bei mir ins Bett und so. Meine Schwester macht alles falsch, was man falsch machen kann. Ja, ja. Das ist einfach nicht dein Ernst. Ich brauche nicht zu sehen. Leute, das ist einfach. Ich kann das gerade nicht glauben. Ich werde ihr das zeigen. In ein paar Monaten. Er hat auch schon ein Leckerli, ein dickes bekommen. So, beruhigen wir uns jetzt bitte. Ja, okay. Guck mal, unsere Fußleisten. Guck mal. Ich zeige dir jetzt erstmal was, was mit so einem Riesenhund, was vielleicht nicht so toll ist, ne? So, ich habe meiner Schwester erstmal einen leckeren Kaffee gemacht mit Milch. Komm, setz dich. Bank oder
So, Lenny lassen wir schlafen. Meine Schwester trinkt einen Kaffee. Meine Mama müsste auch gleich kommen. Ich warte, bis sie da ist. Dann mache ich ihm auch einen Kaffee. Bryce, ruhig jetzt. Bryce, ruhig. So, meine Mama ist auch schon länger da. Und sie hat so ganz süß so einen fertigen Teig mitgebracht. Der ist schon quasi fertig gemacht. Der muss jetzt nur noch geschnitten werden. Das kannst du auch machen. Und ja, Philly macht jetzt gerade hier das alles aus Backbett. Das ist so lecker und das ist so lecker. Jetzt haben wir hier noch eine Rolle, dann schneidet die Oma und dann kann das im Backofen, ne? Wenn es und du bist schon wieder hier am Probieren. Wenn es bis zum Backofen reicht. Philly, nicht so viel, sonst gibt es Bauchweh, okay? So, meine Mama ist jetzt weg. Wir haben hier übrigens die Kekse fertig gebacken. Die schmecken richtig lecker. Könnt ihr bei Penny kaufen. Philly kuschelt mit Bryce und meine Schwester macht jetzt alles fertig. Die wollen jetzt auch los. Wir haben hier übrigens das Licht aus, weil Lenny geschlafen hat. Süß. Ach, Leute, unser Licht. Ach, gelb, gelb, egal. Ach, ich bin richtig kalt, weil ich habe da jetzt die Kamera nicht mitgenommen. Ich habe in unserem kompletten Vorgarten das Laub zusammengefegt mit Feline gerade. Die hatte gute Laune. Bryce haben wir auch mit rausgenommen. Und da konnte ich jetzt schlecht die Kamera mitnehmen. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder drin. Es ist 17 Uhr. Ich wollte euch noch kurz... Also alle sind übrigens weg. Meine Schwester und so auch. Meine Mama hat mir das hier mitgebracht, weil ich so oft krank bin. Sie meinte, die Apothekerin hätte ihr das empfohlen. Ja, gucken wir mal, ob das was bringt. Ich fange das auf jeden Fall heute an zu nehmen. Danke dafür, Mama. Und ja, Essen brauche ich nicht. Meine Mama hat uns nämlich ganz lecker Kartoffelauflauf gemacht. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Und ich sehe gerade, ich kann ja Bryce auch mal das Geschirr abmachen, ne? Das Geschirr kann ab, ne? Komm mal her, mein Süßer. Zack. Zack. Und einmal über dein Köpfchen. Super. So, Feline darf jetzt eine Runde Fernsehen gucken. Die ist auch echt gemacht. Dennis ist jetzt auch da. Wir haben es jetzt auch schon kurz nach 6. Aber ich wollte ihn wenigstens am Ende mit ins Video nehmen. Hallo? Hallo. Ja, Bryce, ihr hört ihn schon, ne? Er genießt es, dass Dennis da ist. Feline ist gerade Abendbrot. Ja, das genießt er jetzt, ne? Ja, und ich werde jetzt hier... Ja, groß aufräumen brauche ich nicht. Habe ich ja heute genug gemacht. Dennis kann jetzt gleich ein bisschen was essen. Und ja. Dann würde ich mich tatsächlich jetzt auch aus dem Video verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da und einen Daumen nach oben. Passt auf euch auf, denn wir tun es auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Bye, bye.